Yo, was geht ab, Leute? Ich bin's, euer Phantom. Heute mit einem neuen Money Glitch, Schrägstrich Money Exploit. Und wie der funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß. Let's get it. Alles, was ihr für diesen Glitch braucht, ist, also er geht solo. Ihr braucht eine Casino-Mission, die ihr noch nicht gespielt habt. Ja, die darf noch nicht gespielt sein, damit ihr den Bonus bekommt, dass ihr diese Mission abgeschlossen habt zum ersten Mal. Dann braucht ihr eine Einladungssitzung und die Spawn-Location sollte das Casino sein, damit ihr es später einfach nicht so weit habt. Und das wären erstmal so die ganzen Voraussetzungen, die ihr braucht. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. So Leute, das Einzige, was ihr machen müsst, ist, ihr braucht eine Mission, die ihr noch nicht gespielt habt, wie eingangs erwähnt. Die könnt ihr mit einem Kollegen starten oder mit random Leuten, das ist egal. Hauptsache, ihr beendet die Mission und bekommt am Ende den Bonus dafür, dass ihr die Mission noch nicht gespielt habt. Ja, es gibt ja hier 50.000 Bonus. Und in der allerletzten Mission, in der Final-Casino-Mission, bekommt ihr eine halbe Million oder eine Million, ich weiß es nicht ganz genau, ich habe sie noch nicht gespielt. Damit sollte dieser Glitch auch funktionieren. Ja? Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ob das bei euch geklappt hat, wenn ihr die finale Mission gespielt habt. Und wir hören uns jetzt dann gleich wieder. Und wie gesagt, Leute, wenn ihr schon alle 12 Missionen durch habt mit eurem ersten Charakter, probiert es ruhig mal aus, ob ihr die ganze Mission auch nochmal mit eurem Zweitcharakter starten könnt. Denn das müsste eigentlich auch funktionieren. Ja? So, wenn ihr die Mission dann bestanden habt, dann werdet ihr jetzt gleich wieder ganz normal in der Lobby spawnen und bekommt dann den Bonus, dass ihr die Mission das erste Mal abgeschlossen habt. So, ihr seht rechts oben 50.000 plus bekommen. Und nun werden wir einfach ins Casino gehen. So, nun gehen wir an einen Roulette-Tisch, setzen uns da hin und wir werden eine Runde Roulette spielen. Nur eine einzige Runde und es ist egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Das macht keinen Unterschied. Ja? Wir müssen einfach nur ein bisschen Zeit im Casino verbringen, deshalb die eine Runde Roulette. So, ist die Runde vorbei mit Roulette. Wie gesagt, es ist egal, ob ihr gewonnen oder verloren habt. Ihr steht jetzt einfach auf vom Tisch und schließt einfach GTA 5 und startet das Spiel neu. Wenn ihr das Spiel neu startet, dann bitte im Story Mode. Also ihr startet das Spiel mit Anwendung schließen neu, dann geht ihr in den Story Mode und geht dann wieder in eine Einladungssitzung, also GTA Online spielen, Spieler nur mit Einladung, startet das Ganze. Seid ihr in der Einladungssitzung angekommen, seht ihr rechts oben, haben wir 50.000 plus wiederbekommen. Ja? Wir haben jetzt nochmal 50.000 plus dazu bekommen. Was ihr jetzt macht, ihr geht jetzt wieder ins Casino, dann geht ihr wieder an einen Roulette-Tisch, setzt euch wieder einmal hin. Macht wieder eine Wette auf irgendetwas. Ja? Nur einmal eine Wette platzieren. Ihr müsst ja jetzt keine hohen Wetteinsätze machen oder sonst irgendwas. Einmal einfach eine Wette. Und dann ist es wieder egal, ob ihr gewinnt oder verliert. Ihr werdet dann aufstehen und werdet wieder einfach GTA schließen. GTA neu starten in den Story Mode.
geht wieder in eine Einladungssitzung und wenn ihr wieder in der Einladungssitzung ankommt, bekommt ihr wieder 50.000 extra. Wie gesagt, wenn ihr das dann mit der finalen Mission macht, ich weiß nicht, was man da am Ende bekommt als Bonus, ja? Aber ich glaube, es waren 500 oder 1 Million, 500.000 oder 1 Million GTA-Dollar, die ihr bekommt. Und die könnt ihr euch immer und immer wieder holen. Sollte es mal eine Runde sein, dass ihr die 50.000 beziehungsweise von der finalen Casino-Mission das Geld bekommt, dann startet ihr, also macht ganz normal den Glitch so weiter und startet dann eine geschlossene Freundessitzung und probiert es dort. Sollte dann wieder nichts dazu kommen, erstmal hier kurz Anwendung schließen, GTA neu starten. Solltet ihr dann wieder nichts dazu bekommen, dann sucht ihr einfach eine neue Sitzung und macht es dann nochmal. Und geht es dann immer noch nicht, dann spielt einfach die nächste Mission, die ihr frei habt. Weil dann gibt es ja wieder 50.000 extra. Und solltet ihr alle 12 Missionen abgeschlossen haben mit eurem ersten Charakter, probiert es aus, ob es mit dem zweiten Charakter funktioniert. Ich selbst habe es nicht ausprobiert. Probiert ihr es aus, schreibt es mir in die Kommentare, ob das mit dem zweiten Charakter auch probiert habt und ob es funktioniert hat. Und ja, jetzt zeige ich euch mal hier noch ein bisschen, wie Geld rankommt. Und ihr seht, da oben sind wieder rechts die 50.000 dazu. Nun geht ihr einfach wieder runter an den Roulette-Tisch und macht das Ganze noch einmal. Und wieder seht ihr oben rechts 50.000 dazu. Ja? Leute, das war's mit diesem Glitch. Ja? Macht diesen Glitch mit der Finalmission am besten, denn da gibt's am meisten Geld. Teilt den Glitch mit euren Freunden, teilt den Glitch überall, WhatsApp-Gruppe, Facebook-Gruppen, wo auch immer ihr angemeldet seid, für alle Leute, die GTA spielen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ihr mir am besten noch ein Like da, das wäre nett von euch. Und hiermit bin ich raus, euer Phantom.